auf meinem Kanal Streampunk. Liebe Punks und liebe Leute, schön, dass ihr es geschafft habt zu einer neuen Ausgabe hier heute auf meinem Kanal. Zunächst wie immer mein Hinweis. Bitte abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast, und aktiviere auch die obere Glocke, damit du sofort informiert wirst, wenn es hier neue Inhalte gibt. Und hilf auch bitte die Community zu vergrößern. Mit dem Scheren-Symbol unter dem Video kannst du kleine Teile ausschneiden. Die werden dir dann als Link generiert. Gezeigt. Diesen Link kannst du kopieren und in deiner Social Media Welt verteilen. Vielen lieben Dank auch dafür, schon mal im Voraus. Tja, liebe Leute, was gibt es heute zu berichten? Natürlich umtreibt uns ja das Thema Panzerkrieg in der Ukraine und was unsere Politiker eigentlich, eigentlich da anstellen. Ja? Was für ein Irrsinn hier jeden Tag geleistet wird von unserer äh, deutschen Politik. Ja, und zu was das am Ende dann auch ja alles führt, nämlich äh, totalen Quatsch, wie ich finde. Und da gehen wir dann auch schon sofort einmal rein hier in die ersten Artikel. Tucker Carlson, wer den kennt, ähm, oft schon gesehen auf unseren Freidenker-Kanälen, ein kritischer, sehr populistischer Moderator äh, des amerikanischen Mainstream-Fernsehens, kann man sagen. Und der hat sich also hier bezüglich unserer Außenministerin geäußert. Na also, wie kommt denn der dazu, nach Krieg mit Russland, Sager Carlson nennt Baerbock Trottel? Also, Entschuldigung mal, wie kann man denn also unsere Außenministerin als Trottel bezeichnen? Das finde ich ja heftig. Annalena Baerbocks Kriegserklärung an Russland ging viral. Ja, absolut viral. Der Sager der deutschen Außenministerin Beschäftigte nicht nur den Kreml, er sorgte auch auf der anderen Seite des Globus für Kopfschütteln und das ausgerechnet in der Hauptsendezeit am Abend vor einem Millionenpublikum. Ja, herzlichen Glückwunsch, Frau Baerbock. So, die deutsche Außenministerin hat es in den USA in die Primetime geschafft. Ähm, dabei gleich in die meistgesehene Hauptabendsendung Tucker Carlson Tonight auf Fox News. Das ist so ein bisschen wie Bild TV. Ja. Der Anlass ist allerdings, äh, beziehungsweise Bild TV ist ja nun, was unsere Gesundheitskrise anbelangte sehr kritisch gewesen. Aber jetzt fallen sie hier auf den Russlandkrieg rein. Naja, wir schauen mal, was hierbei rauskommt. Der Anlass allerdings, äh, neuerlich nicht schmeichelhaft, es geht um Baerbocks unbeabsichtigte Kriegserklärung. Hier gibt es ja ein Foto. So wird Baerbock zurzeit im Netz gepostet. Das ist ein bisschen klein hier zu sehen. Vielleicht kann ich euch das mal eben groß machen. So, hier sieht man, sieht man es bisschen größer hier, ne? Die Sturmtruppen aus Star Wars und hier vorne dann Frau Baerbock mit einem Lichtschwert zu sehen. Wobei das eigentlich Star Wars Beleidigung ist, ne? Inmitten einer Debatte über die Lieferung der Leopard 2 Panzer. Genau, das haben wir alles schon erledigt. Und auch schon hier erwähnt. So, und diese Aussage rief nun auch Tucker Carlson auf den Plan. So, er nimmt also kein Blatt vor den Mund und treibt damit seine Einschaltquoten in seinen Sendungen je, äh, jedes Mal in die Rekordhöhen. Doch so rücksichtslos seine Kritik am politischen Establishment der Vereinigten Staaten auch ist, gegenüber ausländischen Politikern fällt hält er sich normalerweise zurückhaltend. Diesmal macht er eine Aussage. Die deutsche Außenministerin erwähnte, dass der Dritte Weltkrieg bereits im Gange sei, meinte er in seiner gleichnamigen Sendung. also genau. Äh, Carlsen konnte sich anschließend ein Schmunzeln nicht verkneifen und murmelte kurz, schieße Jerk. Das Jerk bedeutet ins Deutsch übersetzte Trottel oder noch Schlimmeres. Google das mal bitte, das Wort Jerk. Das kennt man eigentlich nur von Erwachsenenseiten, dieses Wort Jerk. Wenn ihr versteht, was ich damit sagen möchte, googelt das bitte einmal. Dann werdet ihr sehen, was Tucker, Car Tucker Carlson gemeint hat. Natürlich gibt es hier Kritik an der Berliner Panzerlieferung. So, natürlich ist überflüssig zu sagen, dass Tucker Carlson nicht nur einflussreich und beliebt ist, sondern auch bei einigen Personen auch ebenso verhasst ist. Angesichts seiner scharfen Attacken auf das. Establishment und seiner Gegenstellung zum Ukraine-Krieg und zu äh, dem Krisenvirus müsste er ebenfalls schon häufig Kritik einstecken. Und jetzt wird hier gesagt, ist die Kritik an Baerbock frauenfeindlich. Ja, also völliger Blödsinn. Ne? Völliger Quatsch. Dann gibt es hier einen interessanten Artikel. Der ehemalige, ähm, wie nennt sich das noch, Ministerpräsident nicht, Regierungschef, britische ähm, Premierminister. Ja, genau. Hat also sich hier geäußert. Ähm, der äh, Johnson hätte, hat sich geäußert und hat gesagt, Putin hat mir gedroht mit einer Rakete. Auch peinlich, ne? Da bist der ehemalige äh, äh, Premierminister, wirst irgendwie rausgeschmissen und am Ende fängst du an, rumzupetzen, ne? Äh, das äh, ist merkwürdig, dass er jetzt da so mit rauskommt. Ich denke, er wird hier auch nur so ein bisschen als Figur benutzt, ja. Denn er hat sich in seiner Partei ja da auch äh, keine Freunde gemacht in seiner Regierungszeit. Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass sie sagen, komm nur, mach mal was äh, nebenbei, dann haben wir dich auch wieder alle lieb. Und er sagt hier, er hat mir qua äh, irgendwann quasi gedroht und gesagt, Boris, ich will dir nicht wehtun, aber mit einer Rakete würde es nun eine Minute dauern oder so ähnlich. Erzählte Johnson in einer BBC-Dokumentation, die an diesem Montag ausgestrahlt werden soll dem sehr entspannten Tonfall nach zu urteilen und der Gelassenheit, die er an den Tag zu legen schien, hat er wohl einfach mit meinen Versuchen gespielt, ihn zum Verhandeln zu bewegen, so Johnson weiter. Wie andere westliche Regierungschef hatte der damalige Premierminister kurz vor der russischen Invasion versucht, Putin von seinem Kurs abzubringen. In einem sehr langen Telefonat im Februar 22 warnte Johnson, dass der Krieg eine totale Katastrophe sein würde, dabei sollen die Äußerungen gefallen sein. Tja. So, und der Kreml sagt natürlich, entweder sind das Missverständnisse oder eine bewusste Lüge. Der Kreml dementiert allerdings auch die Angaben, das, was Herr Johnson gesagt hat, ist nicht wahr. Genauer gesagt ist es eine Lüge, sagt der Kremlsprecher Peskow der russischen Inter äh, Nachrichtenagentur. Nach Angaben Moskaus ist der Satz mit der Rakete nie gefallen. Es handele sich entweder um eine bewusste Lüge, oder aber Johnson habe einfach nicht verstanden, worüber Putin mit ihm sprach. Ich nehme eher an, das Letztere, dass die es einfach nicht verstehen, ja. So, kommen wir zur nächsten Protagonistin. Die hatten wir dann auch schon hier ewig auf dem Zettel, die Agnes Strack-Zimmermann. Da gab es jetzt in Rottweil, in der Stadt Rottweil, das ähm, Drei-Königstreffen, ja, Drei-Königstreffen, ne, ähm, Völlig, äh, also der Begriff alleine schon ist ja auch wirklich aus der Luft gegriffen. Ne? Auf alle Fälle hat die FDP dort ihr alljährliches Dreikönigstreffen. Ich kann, kann mit diesem Begriff ja gar nicht klar. Da kann man sich ja auch wirklich drüber aufregen. Was bedeutet Dreikönigstreffen? Also egal, Panzer Agnes in Rottweil, Polizei trennt Demonstranten und Politikerin konsequent. Okay, das ist ja. Uh na gut, das ist auch keine Schlagzeile. Ne? Die Polizei trennt die Demonstranten und die Politikerin. Ja, das, braucht die, das ist ja völlig Blödsinn. Die hat ja nun ihren eigenen Sicherheitsdienst. Ne? Na, egal. Sie ist eine der Hassfiguren der Querdenkerszene. Ah, okay. Also ganz Deutschland ist also die Querdenkerszene. Danke, neue Rottweiler Zeitung. Zieht jetzt zudem den Ärger, der aus welchem Grund auch immer. Also, das musst du dir einfach vorstellen. Sie ist, ein, sie ist eine der Hassfiguren der Querdenker-Szene, zieht jetzt zudem den Ärger der aus welchem Grund auch immer Friedensbewegten auf sich. Also, sie zieht jetzt Ärger der Friedensbewegung auf sich und die Rottweiler Zeitung sagt, aus welchem Grund auch immer. Da will ich jetzt mal eben vorgreifen und den Grund mal eben liefern. Mitgliedschaft und politische Ämter. Das ist der Wikipedia-Artikel hier über Marie Agnes Strack. Was für ein Name. So, Mitgliedschaften und äh, Ämter. Strack Zimmermann ist Mitglied des Präsidiums des Förderkreises Deutsches Heer e.V. sowie der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik. Vizepräsidentin der Deutschen Atlantischen Gesellschaft und Mitglied des Beirats der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Wahnsinn. Also, es gibt, was gibt es hier für Vereine? Eins, Förderkreis, zwei, Deutsche Gesellschaft für Deutsch-Atlantisch, drei und Bundesakademie für Sicherheitspolitik das sind alle vier Gesellschaften, die sich hier irgendwie um deutsch-atlantische Beziehungen und äh, Kriegstechnik, Wehrtechnik kümmern. Ja? Seit 22 ist ich mal, Vorsitzende des Stiftungsrats der Stiftung Lebendige Stadt. Okay. Sie ist ferner Vorsitzende des Kuratoriums der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management Düsseldorf, stellvertretende Vorsitzende des Freundeskreises Wildpark Düsseldorf, Mitglied des Rotary-Clubs Düsseldorf, Mitglied im Förderkreis der Mahn- und Gedenkstätte, Mitglied bei Fortuna Düsseldorf, sowie Mitglied des Kuratoriums der Bürgerstiftung Dingsbums. Strack Zimmermann ist außerdem Schirmherrin des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes in Düsseldorf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne, das hier liest sich komisch. Schirmherrin des ambulanten Kinder- und Jugend-Hospizdienstes in Düsseldorf. Eine Schirmherrin. Ja, gut, okay. Also das ist ja merkwürdig. Äh, das ist ja äh, merkwürdig, merkwürdig. Und dann stand hier auch noch irgendwo: Rezeption der Verein Lobby Control kritisierte die Mitgliedschaften beim Förderkreis Deutsches Heer und der Deutschen Gesellschaft für, Vor für Wehrtechnik, als mit dem Vorsitz im Verteidigungsausschuss. Schlecht vereinbar. Also, ne, ihre, ihre, ihre Mitgliedschaften in diesen beiden Gesellschaften beißen sich mit dem Vorsitz im Verteidigungsausschuss. Ja. Beide Organisationen hätten eine große Nähe zur Rüstungsindustrie, die damit einen direkten Zugang zum Parlament erhalte. Ja, also, ich meine, das hat mich jetzt hier äh, 15 Sekunden gekostet, diesen Artikel rauszusuchen. Das heißt also, hier die neue Rottweiler Zeitung hat keine Lust, sich zu informieren will einfach hier nur Unmut stiften und hier auch wieder Volksverhetzung. Die Querdenkerszene ja, ist mittlerweile so, so groß angewachsen, dass ganz Deutschland aus der Querdenkerszene besteht. Nur die, die Neue Rottweiler Zeitung noch lesen und Fernsehen gucken, die Tagesschau, die, die glauben, 15 Minuten Tagesschau am Tag reicht an Informationen in einer, in einer internationalen, äh, kriegsähnlichen Krise, der, ja, der er hat äh, äh, die Kontrolle über sein Leben verloren, wie ich immer so schön sage. Und dann wird hier eben auch geschrieben: keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer diese Frau hier von den Friedensbewegten angemacht wird. Also die Verteidigungsexpertin, einige würden sie als Waffenlobbyistin und Kriegstreiberin bezeichnen. Aha, okay. Entschuldigt bitte. Am Montag sprach sie im Rahmen des Neujahrsempfangs der Rottweiler FDP: Ganz in ihrer Nähe, nur durch den Neckar getrennt, protestierten gut 500 Menschen gegen. Panzer Agnes finde ich super. Morgen Luft für die Montagsdemonstranten. Zuletzt waren sie nach Angaben der Rottweiler Stadtverwaltung nur noch etwa 80 Menschen, die von manchen nicht mehr wahrgenommen, von anderen als unverbesserlich abgestempelt. Aber wenn Strack Zimmermann ausgerechnet an einem Montag die Stadt besucht, dann vervielfacht sich die Zahl der Demonstranten. Ihre Rufe, CDU und Grüne in die Ukraine beispielsweise, wahlweise auch die FDP und Frieden schaffen ohne Waffen, aber auch Lügenpresse, Lügenpresse. Mit wutverzerrtem Ge Gesicht und vom Bierdunst umnebelt. Gott, ist das peinlich. Also, liebe äh, Freidenker in Rottweil, ich hoffe, dass ihr die neue Rottweiler Zeitung boykottiert. Ihr könnt auch vor dem Redaktionsbüro dort mal eine kleine Demo abhalten. Ne? Strack Zimmermann, die einst sagte, unbehandelte. Dürften nicht als Minderheit die Mehrheit terrorisieren, macht sich nun als Befürworterin, Befürworterin der Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine einen Namen. Nach eigenen Angaben waren es nun mehr als 500 Menschen. Tja. Ja, hier ist eine kleine Demo. Nicht schlecht. Wunderbar. Applaus, Applaus an die Rottweiler und auch die, die alle da waren. So, denn die FDP-Politikerin triggert nicht nur die Montagsdemonstranten, die sich nach der Krisenvirus und der Energiekrise nun im Protest gegen Waffenlieferungen und Kriegstreiberei wiederfinden. Nein, nein, das ist alles. Das sind nicht unterschiedliche Themen für uns, sondern für uns Querdenker ist das alles. Ja, das ist ein Thema. Ne? Ich meine, wer muss denn so bescheuert sein? Und wer glaubt denn nicht, dass die Gesundheitskrise, die wir hatten, mit der anschließenden Ukraine-Krise nicht irgendwie zusammenhängt. Leute, das muss euch nun mittlerweile klar sein. Im Rückblick liegen, liegen diese beiden Ereignisse so dicht aufeinander, dass äh, ich glaube, Wladimir Putin hier eigentlich irgendwie keine Ahnung. Also ähm, natürlich die, 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 die Osterweiterung der NATO, hat er ja gesagt, wäre der Grund und eben auch die Angriffe an den, äh, an den Donbass. Aber ich glaube tatsächlich, das hängt hier irgendwie zusammen. Und zwar im großen Stil. Ne? Irgendwie muss das hier zusammenhängen. Ja, und äh, deswegen kann man uns auch hier nicht vorwerfen, wie in diesem Artikel, äh, dass wir hier von einem Thema zum nächsten springen. Es ist dasselbe Thema. Ja? So, was haben wir hier? Sondern auch etwa zwei örtlich Grüne und sogar die Frau eines kreisweit bekannten FDP-Funktionärs. Hier kann man schon verstehen, dass sie protestieren, sagt hier diese Dame, okay, mit Bierdunst, ne? Wie haben Sie hier gesagt? Das ist ja auch wirklich nur noch peinlich, ne? Hier, mit wutverzerrtem Gesicht und vom Bierdunst umnebelt. So, genau, das ist der Artikel über die Strack Zimmermann. Und dann geht es hier weiter zum Thema Panzer. Mutterkonzern Schwächelt, welcher Mutterkonzern? Von Strack Zimmermann, deren Mutter, hat die eine Mutter gehabt und hatte die einen Konzern oder was? Ne, okay, wir schauen mal rein. Nur ein kleiner Gag nebenbei. Bei Panzermotorenhersteller herrscht Unruhe. Ach, Moment, wieso Unruhe? Ich denke, das geht jetzt los. Ich denke, die Auftragsbücher sind jetzt voll. Okay, wir schauen mal eben hier rein. Für Rolls-Royce Power Systems läuft es gut. Die Auftragsbücher sind voll. Produziert werden unter anderem die Motoren für deutsche Panzer. Sekunde. Sekunde, die deutschen Panzer haben Rolls-Royce Motoren drinne. Okay. Doch der britische Mutterkonzern schreibt rote Zahlen. Ah, okay. Eine Ansprache des neuen Chefs lässt den Betriebsrat Sparmaßnahmen vermuten. Bei Motorenhersteller Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen lösen Gerüchte um einen bevorstehenden Sparkostbesorgnis aus. Nach einem Wechsel an der Spitze des angeschlagenen britischen Mutterkonzerns zu Jahresbeginn fürchtet der Betriebsrat am Bodensee einen Inter äh Investitions- und Einstellungsstopp. Das Unternehmen stellt auch die Motoren für alle wichtigen deutschen Panzer her. Ein Sprecher stritt die harten Sparmaßnahmen ab. Das ist ja merkwürdig. Ja, jetzt lesen sich diese Nachrichten hier so ein bisschen wie, oder sagen wir mal so, diese ganze Aktion, die hier stattfindet, ist das auch wie sagt man das, eine Jobschaffungsaktion für Rolls-Royce? Also, ich meine, Scholz hat ja gesagt, 100 Milliarden gehen in die Rüstung, da müsste es doch hier sozusagen eigentlich hier vorangehen. Gut, der Mutterkonzern verkauft halt Autos, mit der Automarke hat der Konzern nichts mehr zu tun. Der Einbruch des Luftverkehrs und die Notlage vieler Airlines haben die Briten noch stärker getroffen als andere Unternehmen. Ah, verstehe. Das ist ja interessant. Das heißt, weil der Flugverkehr eingebrochen ist, gehen die Umsätze bei Rolls-Royce zurück für die Antriebe der Großraumflugzeuge. Und dementsprechend ist jetzt auch die Produktion für deutsche Panzermotoren gefährdet. Alles klar. Äh, tja, Leute, also, weißt du, vorne zerlegt sich das eine und hinten fordern sie das andere. Also, wie soll ich sagen? Ne? Also, das, was in der Zeitung steht, ne, was hier äh, bezüglich Panzerlieferungen und 100 Milliarden für alle, äh, das ist merkwürdig, äh, dass das hier irgendwie in Schlingern gerät und scheinbar äh, gar kein Hintergrund hat der, der die Motoren herstellen soll, der gehört in finanzielle Schwierigkeiten, obwohl die Börse schon reagiert haben sollte, denn äh, Olaf Scholz hat ja schon gesagt, 100 Milliarden gehen in die Rüstung, wobei wenn die Börse reagiert, heißt das natürlich nur, dass die Anleger ihre Kohle gewinnen, wenn die Kurse steigen, das heißt nun nicht, dass die Angestellten da ihren Job behalten. Und hier ist eine interessante Nachricht, was den Rüstungsbetrieb Rheinmetall anbelangt. Rheinmetall hat eine Hand am Milliardendeal mit us her Prototyp für Schwerlaster. Aha, okay. Das US-Heer will seine Flotte an schweren LKW mit bis zu 40.000 neuen Modellen ersetzen. Das Vorhaben hat ein Volumen von rund 14 Milliarden Dollar. Wahnsinn. In, die engere ist auch der in der engeren Auswahl ist auch der Rüstungskonzern Rheinmetall. Zusammen mit einem Partner fertigt das Unternehmen nun erste Modelle. Ist ja auch merkwürdig irgendwie, dass hier auf deutsche Unternehmen plötzlich gesetzt wird. Ist es nicht merkwürdig? So, eine Tochterfirma, ähm, des MDAX-Konzerns baut mit GM Defense in der ersten Phase eines Großbeschaffungsprogramms Prototypen für Schwerlaster. Also GM General Motors Defense arbeitet hier mit Rheinmetall zusammen. Aha, okay, so wie ich das richtig verstanden habe, ja. Ah, okay. Ja, ist äh, interessant auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, stellt man sich die Frage. Ist das die Belohnung für ähm, die Aktion, die Scholz jetzt gebracht hat? Ich kann es nicht sagen. Rheinmetall ist aber auch in die Kritik geraten. Das hier ist der Artikel, äh, Wikipedia-Artikel über den, den Konzern Rheinmetall. Und da gibt es hier natürlich auch den Abschnitt Kritik und strafrechtliche Ermittlungen sogar. Ach du Schande. Ein von der Staatsanwaltschaft Bremen verhängtes Bußgeld in Höhe von mehr als 37 Millionen Euro. Akzeptierte der Konzern 2014 Bestechungsgelder an griechische Politiker und Beamte wurden gezahlt, um den Verkauf von U-Boot-Ausrüstungen zu erreichen. Ermittlungen gegen die Firma wegen Bestechung beim Verkauf des Leopard 2 nach Griechenland wurden eingestellt. Ermittlungen wurden eingestellt, weil das Auftragsvolumen geringer war als im Atlasfall und Rheinmetall bei der Aufklärung geholfen hatte. Jana, herzlichen Glückwunsch 2014 und drei Jahre später Manager von Rheinmetall erhielten 2017 von der Stiftung Bla-Bla-Bla den internationalen bla bla Award. Die kriegen hier sogar noch eine Auszeichnung, nachdem strafrechtlich gegen sie ermittelt wurde. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Kritik am Unternehmen gab es auch wegen Problemen bezüglich voreiliger Schuldzuweisungen durch die Verteidigungsministerin, wegen angeblich mangelhafter Qualität bei dem Schützenpanzer Puma, obwohl 17 der 18 aufgetretenen Defekte durch entsprechend geschulte Soldaten selbst hätten behoben werden können. Ja, äh, das ist ja hier auch schon wieder. Äh, das sind ja, das sind ja, das sind ja, äh, das sind ja peinliche News, ja. Das sind ja wirklich peinliche Nachrichten, ja, wenn man das. Alles so mal äh, zusammenrechnet, verstehe ich äh, tatsächlich überhaupt nicht, ähm, wie man hier sich so aufblasen kann. Ja? Wie kann man sich verdammt nochmal einfach so aufpusten? Ähm, wir liefern jetzt großartige Panzer und dann, ja, überall kommen dann diese Nachrichten ähm, ja, aus der Versenkung. Ne? Es funktioniert hier nicht, es funktioniert da nicht. Äh, die Firmen sind beteiligt, machen sich die Taschen voll. Ähm, die Leute demonstrieren, ja, also, ähm, ich meine, ganz Deutschland demonstriert, ja, die Umfragen, äh, äh, was war das neulich? Fast 50 Prozent finden das super, dass wir Panzer in die Ukraine liefern. Also, Leute, was ist denn mit unserem Land los? Ja? Also, ich persönlich, ich habe das Gefühl, dass, ähm, ja, dass die Mehrheit das alles so nicht möchte. So, und dann wollen wir doch nochmal eben schauen, ob ich noch etwas finde für uns. Ich habe jetzt natürlich auch noch Nachrichten. Aus Russland direkt. Und das ist also hochinteressant, wie ich finde. Ein russisches Unternehmen zahlt 70.000 Euro für die Zerstörung von NATO-Panzern. Die im Ural ansässige russische Firma Force hat angekündigt, für den ersten im Ukraine-Konflikt außer Gefecht gesetzten oder erbeuteten westlichen Panzer eine Geldprämie in Höhe von 5 Millionen Rubel rund 70.000 Euro zu zahlen. Wie heftig! Das Unternehmen mit Sitz in Jeketa in Ural, das Öl- und Gasanlagen herstellt, gab in einer Mitteilung bekannt, russische Armeeangehörigen für die Zerstörung oder Erbeutung eines deutschen Leopard-2-Kampfpanzers oder eines Panzers vom Typ Abrams aus der US-Produktion zu belohnen. Demnach soll der Soldat, der als erster während der Militäroperation in der Ukraine eine NATO-Panzer zerstört, 70.000 Euro erhalten. Als Belohnung für jedes weitere zerstörte Kampffahrzeug wird eine Geldprämie in Höhe von ca. 7.000 Euro in Aussicht gestellt. Also für jedes weitere zerstörte Kampffahrzeug zahlt diese Firma 7.000 Euro. Wenn die westlichen Staaten die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine genehmigen sollten, die zu legitimen militärischen Zielen für äh, russische Truppen erklärt werden, wird die Geldprämie für eine zerstörte Maschine 200.000 Euro betragen, hieß es. Der Konflikt eskaliere weiter. Die Entscheidung, westliche Panzer, äh, westliche Panzer Kiew zu übergeben, zeigt, dass die NATO nicht an dem Konzept festhält, der Ukraine nur Verteidigungswaffen zu liefern. Was bedeutet, dass es notwendig ist, den Zusammenhalt zu stärken und unsere Armee zu unterstützen? Wir tun dies seit den Anfängen der Mitte äh Spezialoperationen unseren Armeeangehörigen auch in Zukunft zu unterstützen. Ja, also die machen sich hier einen Gag. Ja. Diese, dieser Unternehmer hier in Russland macht sich hier einen Spaß. Ähm, ja, darüber, ähm, ja, wie, wie sich der Westen echauffiert, sozusagen, und ähm, sagt hier: Ja, die sollen ja gerne kommen. Wir ähm, belegen ein sogenanntes Kopfgeld auf die ähm, Kriegsgeräte. Und das finde ich also, das ist sarkastisch auf jeden Fall, aber es trifft natürlich, es trifft praktisch den Nerv ja, am Kern. Und dann habe ich hier auf Twitter etwas sehr Bewegendes gefunden. Und zwar ein Artikel der jungewelt.de, und der sagt, äh, der ist also im, äh, in der Ukraine, äh, in äh, Bachmut, in der Nähe, und findet dort äh, eine ältere Dame und wohl scheinbar viele andere äh, Menschen dort, die ganz andere Einstellungen zu diesen Waffenlieferungen haben. Und wir wollen uns das hier eben einmal. Anhören. Eine Frau redet sich vor unserer Kamera in Rage. Sie sollen sich endlich versöhnen. Es möge Frieden sein. Wir wollen alle in Frieden leben. Wir wollen keinen Krieg und wir wollen vor allem nicht, dass noch mehr Waffen hierher kommen. Oksana ist nicht die einzige hier, die die Waffenlieferungen des Westens kritisch sieht. Eine Frau redet sich vor unserer Kamera in Rage. Ja. Hochinteressant, wie ich finde, absolut hochinteressant, das mal so zu hören, dass also die, die Anwohner, die Einwohner dort äh, in der dieser Region, in Bachmut, dass die auch keine Lust mehr haben. Ähm, ja, normalerweise kennt man das anders, ne? Dass gesagt wird, ja, tot dem Feind, aber es ist in diesem Fall hier nicht, ne? Hier sagt eine alte Ukrainerin Mensch, sie sollen sich versöhnen, ja. Tja, ähm, ich finde es sehr interessant, sowas, etwas, äh, sowas mal zu hören. Hier wird sogar gesagt, ne, der Weltreporter, der dort äh, äh, diesen Bericht gebracht hat, ob der wohl noch seinen Job hat. Wobei das natürlich auch ähm, nur gemutmaßt ist, denn ähm, die Redaktion, die segnet ja diese Beiträge ab. Also es ist ja nicht so, dass die da irgendwie live von dort berichten und hinterher wird gesagt, oh mein Gott, was hast du denn da gezeigt? Das wird natürlich alles von den Chefredakteuren da abgesegnet. Also insofern ist die Vermutung äh, sehr weit hergeholt, dass er also vielleicht seinen Job verloren hat. Und jetzt zum Abschluss habe ich noch zwei wirklich irre Artikel, irre Artikel, die auch zeigen, wie irre unsere Welt so ist. Ne? Ähm, wir tun immer so, beziehungsweise in der Presse steht immer so, wie souverän. Ne, der Staatsapparat und auch so, ne, wir zeigen mit dem Finger auf andere, wenn ihr euch nicht benehmt, wie wir es gerne hätten, dann gehört ihr nicht zu uns. Und naja, das haben wir alles durch. Und da habe ich zwei wirklich, also sowas von abgespacede Artikel gefunden. Der erste äh, handelt sich hier um, einen, um eine hochradioaktive Kapsel, die wohl verschwunden sein soll. Rio Tinto ist das Unternehmen, was für den Transport dieser radioaktiven Kapsel verantwortlich war und die entschuldigen sich. Das Ganze ist passiert in Australien, wenn ich das so richtig hier gelesen habe. Und das ist der radioaktive Zylinder. Der ist also 8 mm hoch und nur 6 mm breit. Und der ist also kleiner als ein 1 Centstück. Ja, behaltet das mal in Erinnerung. Das Ding ist kleiner als ein 1 Centstück und ist ein radioaktiver Zylinder. Mehrere Tage bleibt unentdeckt, dass, ein dass eine hochradioaktive Kapsel nicht ihren Bestimmungsort erreicht hat. Inzwischen suchen die Behörden nach der nicht einmal 1 Cent Euromünze großen Kapsel. Immerhin nicht nur mit bloßem Auge, sondern mit Strahlungsdetektoren. Ja, also äh, mit bloßem Auge, keine Ahnung, das macht man ja nicht. Äh, natürlich mit Strahlungsdetektoren. Ich weiß nicht, was dieser Hinweis jetzt hier soll, ne? Als wenn das besonders schlau ist, wenn man das jetzt mit Strahlungsdetektoren macht. Naja, egal. Hier hat wahrscheinlich NTV wieder äh, ähm, äh, ja, Vater-Kind-Tag, ne? Die Eltern dürfen ihre Kinder mit zur Arbeit bringen und dann äh, dürfen die Kinder auch mal Artikel schreiben oder sowas. Ich weiß es nicht. Egal. Also der Bergbauriese Rio Tinto hat sich für den Verlust einer winzigen hochradioaktiven Kapsel im Bundesstaat Western Australia öffentlich entschuldigt. Die Beunruhigung, die der Vorfall bei den Menschen in Western Australia ausgelöst habe, tue der Firma leid. Ja gut, okay. Das ist ja egal, ob es denen leid tut, ne? Sie ist verloren gegangen, das ist schlimm genug. Die Kapsel war bei einem Transport zwischen dem 17. und 16. Januar verloren gegangen. Ihr Verlust wurde jedoch erst am 25. Januar bemerkt. Seitdem wird fieberhaft nach ihr gesucht. Musst du dir vorstellen, ne? der Trans der, die Kapsel war transportiert worden? Ja, wann denn ungefähr? Oder wann denn genau? Und die so, ja, irgendwann zwischen den 12. und 16. Und wann habt ihr das festgestellt? Ja, fast zehn Tage später, am 25. Ja, wird die nicht irgendwie vermerkt? Muss die nicht registriert werden? Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Die 8x6 mm große Kapsel war beim Transport von einer Eisenerzmine nahe der Bergbaustadt Newman nach Perth auf einer 1400 Kilometer langen Strecke vom Lastwagen eines Subunternehmers von Rio Tinto gefallen. Erst beim Ausladen wurde ihr Verlust entdeckt. Berichten zufolge soll der Behälter mit der Kapsel durch Erschütterungen während der Fahrt beschädigt worden sein. Dabei soll sich auch ein Bolzen in dem LKW, oh Verzeihung. Jetzt habe ich die Seite hier versch Sekunde. Ah, es tut mir leid. Äh, genau, genau, genau. Wo stand es denn jetzt? Soll sich ein Bolzen hier. Dabei soll sich auch ein Bolzen in dem LKW gelöst haben und die Kapsel anschließend durch das dadurch entstandene Loch gefallen sein. Jetzt wird hier nochmal gesagt, nicht der Kapsel nähern. Die Gesundheitsbehörden warnten die Bevölkerung, sich der Kapsel nicht auf weniger als 5 Meter zu nähern. Hier nochmal das Bild. So. Welcher Spaziergänger, Mensch, Privatbürger kann in sechs Meter Entfernung so eine Kapsel entdecken und sich sagen, ah, Vielleicht ist das da hinten, dieses kleiner als ein Centstück große Teil, diese radioaktive Kapsel, da hinten in sechs Metern, das kann ich mit bloßem Auge erkennen. Ich bleibe mal lieber auf Entfernung. Ja, versteht ihr diese Unlogik in diesem, in dieser, in diesem Hinweis hier? Sie ja? enthalte so viel hochradioaktives cäsium 137 dass ein Aufenthalt im Radius von einem Meter einen Effekt auf den menschlichen Körper habe, wie zehn Röntgenbehandlungen pro Stunde OH, und akute Strahlenkrankheit auslösen könnte. Heftig. Auf der Suche äh, nach der Kapsel setzen die Behörde auf Fahrzeuge, montierte portable Strahlungsdetektoren ein, die erhöhte Strahlung im Radius von 20 Metern erkennen können. Okay, Beamte in Warnwesten wurden beobachtet, wie sie die Strecke abliefen. Wir versuchen nicht, den Zylinder mit bloßem Auge zu entdecken. Ja, okay, das wäre natürlich auch irrsinnig. Wir hoffen, dass die Strahlungsfahrzeuge uns hinführen. Rio Tinto lautet, äh, leitet inzwischen seine eigene Untersuchung ein. So, 2020 sorgte Rio Tinto, eines der größten Bergbauunternehmen der Welt, schon einmal für einen Skandal, als es eine 46.000 Jahre alte und für die australischen Ureinwohner heilige Stätte sprengen ließ. Der damalige Chef musste zurücktreten. Rio Tinto verpflichtete sich nach scharfer Kritik des Parlaments zu reformen. Unfassbar, dass so ein Unternehmen nicht vorher gestoppt wird durch das Parlament. Aber gut, das kennen wir ja nun. Ja. Müsst ihr euch vorstellen: also, so eine kleine Kapsel hochgefährlichen radioaktiven Materials wird einfach, äh, geht einfach verloren, weil sie aus einem Behälter fällt und dann äh, durch so ein Loch in der Ladefläche des LKWs. Auch hier wieder. Ne? Wo ist eigentlich diese staatliche Kontrolle? Der Staat und die Politiker, gerade in Australien, ja, die haben jeden eingesperrt, der hier nicht nach deren Pfeife getanzt hat. Aber die falschen Leute machen was sie wollen. Ich hier möchte noch mal ganz kurz daran erinnern auf, auf mein Video von gestern über die Kinderzahnpasta hier in Deutschland, ja, äh, wo die ganzen Kinderzahnpastas von 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 teuren, also von von angeblichen äh, teuren Namhaften Marken alle äh, gesundheitlich äh, absolut bedenklich und als ungenügend nach einem Test eingestuft wurden. Auch hier, ja, wird einfach, werden einfach diese Konzerne nicht anständig überprüft. Ja. Und ich sage es ganz sehr ehrlich: ne, wenn also unsere Politik oder unser Staat das nicht macht, dann müssen das die Bürger machen. Ja. So, und das hier, der nächste Artikel, das ist dann auch der letzte für heute, der zeigt auch die Idiotie unserer gesamten Gesellschaft. Denn hier wurde etwas gefunden und zwar auf dem Mars. Ja, richtig. Man beobachtet den Mars und hat also folgendes Foto gemacht. Und dieser Artikel ist vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Normalerweise sind die immer sehr souverän, sehr analytisch. Die Artikel sind immer sehr faktenbasiert und sehr trocken geschrieben. Und sowas liest man eigentlich dort nicht. Ja, und dann wird also ein Foto gemacht vom Mars. Und dann heißt es hier, Bär auf dem Mars? NASA fotografiert seltsame Gesteinsformen. Und du musst dir einfach vorstellen, da wird dieses Foto gemacht und die geben das dann sozusagen in die Presse. Ja, die geben das hier in die Presse nach dem Motto: guck mal hier, ein Bär auf dem Mars. Da können wir schön was drüber schreiben. Gab es wirklich einen Bären auf dem Mars? Haben vielleicht Generationen vorher den Mars besiedelt und war der Bär vielleicht so eine Art Heiligtum oder was? Ja, das steht hier natürlich nicht in dem Artikel. Ja, aber was für ein Irrsinn, mit was wir uns auf dieser Welt beschäftigen müssen, wo wir so wichtige eklatante Probleme haben, soll das jetzt hier so ein bisschen ablenken oder was? Ich weiß es nicht. Ich finde auch diese beiden Löcher, die als Augen darstellen, finde ich so ein bisschen verräterisch, finde ich so ein bisschen Photoshop Style. Man kann hier also so zwei Linien unter diesem, auf der einen Seite hier erkennen, was aussieht wie so ähm, Tränensäcke. Und der obere, diese obere Falte hier, findet sich im Ansatz auch hier. Ja, vielleicht hat man hier entweder nur schlecht kopiert oder ich weiß es nicht. Gut, der Schatten, der Schatten in diesem Loch, verhält sich auch anders als der Schatten in diesem Loch, aber das kann natürlich auch alles mit dieser Höhe. Äh, dieser Krater zu tun haben. Wahrscheinlich ist das hier ein Meteorit, ein Gestein äh, hier niedergeregnet. Schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Ich bin nun auch kein Astronom, ne? Aber hier wird ein Hallas davon gemacht. Der ne? Bären auf dem Mars. Ja. Zu sehen ist ein Hügel, der eine V-förmige eingebrochene Struktur habe, die Nase des vermeintlichen Bärengesichts. Oberhalb des Hügels liegen zwei Krater, die innerhalb des Beringes die Augen darstellen. Ei, der Kreis drumherum, quasi der Kopf des, Beringens, sei ein kreisförmiges Bruchmuster innerhalb der Oberfläche des roten Planetens. Wow. Das ist ja Wahnsinn. Gut, hier wird natürlich jetzt gesagt, dass die, äh, dass diese Bilder jetzt hier von der Raumsonde Mars Resonanz Orbiter kommen und dass das hier tolle Bilder sind. Ja. Und das wunderbar ist. Und hier, frühere Kameras auf anderen mars konnten Objekte identifizieren, die nicht kleiner als ein Schulbus waren. Diese Kamera kann Dinge erkennen, die so klein wie ein Esstisch sind, ja. Also Esstisch und Bären sind schon mal auf dem Mars angekommen, ja. Versteht ihr so ein bisschen, was ich damit sagen wollte, ja. Die Leute echauffieren sich, ne? Oh, ein Bärengesicht auf dem Mars. Das ist eine Schlagzeile wert. Darum kümmern wir uns, um solche Dinge kümmern wir uns. Völlig gaga, wie ich finde. Völlig gaga. Gut, natürlich kann ich das auch verstehen, dass die Menschen nicht immer nur Krisennachrichten und immer nur, ja, immer nur Fakten und, und, und alles äh, sehen wollen. Das, das ist schon richtig. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es sehr anstrengend ist, das kennen wir Querdenker ja. Wir sind seit drei Jahren dabei, hier im Widerstand unsere friedliche Meinung zu äußern, äh, von einem Thema zum nächsten und natürlich kann ich auch verstehen, wenn Menschen sagen, oh, ich möchte auch mal ein bisschen entspannen und auch mal in so einem Artikel über ein Bärengesicht auf dem Mars äh, ein bisschen Spaß haben und ein bisschen meinen Geist entspannen. Bitte, ja, aber äh, flutet doch nicht die 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 Medienwelt mit solchen Nachrichten, ja. Und das ist auch das ist auch wieder so typisch, ne? Die Menschen wie die Affen, ne? So primitiv wie die Affen ne? kriegen dieses Bild und sagen, Bär. Ja, das ist auch der Grund, warum die Außerirdischen hier auf unserem Planeten noch nicht gelandet sind. Für die sitzen wir immer noch wie die Affen auf den Bäumen. Unser Intellekt ist immer noch wie der eines Affen. Ja. So, ja, ihr merkt schon wieder, ich bin schon wieder ein bisschen in Rage, aber es ist tatsächlich so, ja, dieses Bild schließt auch dieses heutige Video ab und auch die gesamte Idiotie, die dahinter steht. Ja. Liebe Leute, das war es schon wieder für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wie findet ihr eigentlich hier den Platz hier hinten äh, auf der Rückseite meines Anwesens hier an meinem See? Ich denke, das werden wir öfter machen, dass wir uns hier gemütlich äh, bei Sonnenschein und äh, Schmetterlingen und zwitschernden Vögeln hier mal so ein paar Artikel anschauen. Ich finde den Platz hier auch hervorragend. Dann gehen wir wieder... Äh, hier zurück auf die andere Seite meines Anwesens. Ja, ich kann mich per Knopfdruck kann ich mich hier äh, hin und her beamen. Im Übrigen seht ihr da oben ähm, die oberste Spitze rechts oben auf dem Hang, auf, der, auf, der, auf dem Kamm, das ist ähm, das ist äh, der Platz, wo ähm, das Intro gefilmt wurde. Ja, das gehört alles zu meinem Anwesen. Das geht von hier. Natürlich an der Hütte durch das Tal und auch die Berge hoch und auf der anderen Seite der Berge geht mein Anwesen dann auch noch weiter ins nächste Tal. Ja, ich habe hier ähm, die Möglichkeit, mich immer hin und her zu schalten ja, äh, zwischen den verschiedenen Ansichten. Hier, ne, hier bin ich jetzt oben auf dem Kamm und schaue jetzt auf die andere Seite ins Tal. Das kann ich zum Glück machen. Ne? Ich habe hier so eine, so eine Beamtechnik auf meinem Anwesen, dass ich euch so ein bisschen... Ja, äh, mein Garten zeigen kann. Ich hoffe, es freut euch. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ja, was gibt es noch zu sagen, außer dass ich mich bei euch bedanken muss für den ganzen Support in der Vergangenheit. Ähm, eure Klicks, eure Kommentare und auch eure ähm, Likes ähm, führen haben zu dem Erfolg dieses Kanals geführt. Wir sind natürlich hier noch ein relativ kleiner Kanal. So ein mittelgroßer Kanal sind wir. Aber trotz alledem lebt er jetzt auch schon fast seit drei Jahren. Und den ganzen äh, Support habe ich euch dem Zuschauer zu bedanken, äh, zu verdanken. Und das finde ich absolut großartig. Wo wären wir ohne uns? Ähm, falls du auch dieses Video noch nicht geliked hast, noch keinen Kommentar geschrieben hast und auch diesem Kanal noch nicht folgst, dann macht das alles gar nichts, weil du dadurch, dass du das Video bis hierhin schaust, auch meinen Kanal unterstützt. Vergiss aber bitte beim Rausgehen nicht, wenn du möchtest, einen Kommentar zu schreiben, dieses Video zu liken und vor allen Dingen auch abonniere diesen Kanal und aktiviere die obere Glocke, damit du in Zukunft nichts Wichtiges mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so genau. Eins Weiß ich allerdings sicher, wir, wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.